Schönen guten Morgen, liebe Freunde. Willkommen zurück zu Adobe Live. Hallo, hallo. Ich sag auch mal ein Hallo in die Runde. Ich schaue mal gerade, wir haben ganz viele Leute im Chat, die schon hier fleißig geschrieben haben. Hallo, Barbara, Tim, unser lieber Moderator, der Rufus ist da, Andreas, Thomas, The Teamster, Katrin sehe ich hier noch und Wolfgang und noch ein Andreas und Dr. Jack Denheit und Fritz und Valvo und alle anderen, die da sind. Schön, dass ihr dabei seid. Wie immer hier auf behance.net/live/de oder wenn ihr auf YouTube zuschaut, natürlich auf YouTube. In jedem Fall seid ihr herzlich willkommen zu unserem Freitagstream. Und wir haben heute auch einen ganz besonderen Gast dabei. Das ist, ich muss jetzt gerade gucken, welche Richtung. Da. Julia. Julia Niemke ist da. Hallo Julia. Hallo. Wie geht's dir an diesem wundervollen Freitag? Sehr gut, sehr gut. Es ist sommerlich warm draußen, die Sonne scheint, nachdem gestern hier die Welt untergegangen ist, gefühlt, und es den ganzen Tag geregnet hat. Ja, mir geht's echt gut. Schade, es hat geregnet. Du bist auch in Berlin, ne? Ja. Du bist gerade auch in Berlin, stimmt. Ja, kenne ich. Wo bist du denn? Hab ich auch mitbekommen. Ja, ich bin auch in Berlin gerade. Ach so, deswegen, ja. Genau. Ich bin ja eigentlich aus München, beziehungsweise wohne in München, aber jetzt aktuell zu der Situation bin ich bei meiner werten Madame in Berlin. Genau, deswegen. Ja, schön. Dann wirst du heute auch gutes Wetter haben, habe ich gesehen. Ja, ich werde später noch mit einem Stand-Up-Paddleboard eine Runde auf der Spree rumpaddeln. Ach so, ja, das ist ja, das klingt auf jeden Fall einladend fürs Wochenende. So kann man natürlich auch einsteigen. Auf jeden Fall. Sehr, sehr schön. Ja, die Julia ist auch schon seit längerem mit Adobe verbandelt. Na, wir kennen die Julia schon seit einiger Zeit. Ein paar Jährchen sind schon jetzt mittlerweile, ne? Ja, so 3, 4 auf jeden Fall. Genau, du warst auch bei uns mal Creative Resident. Und das war, warte mal, wann war das? 2018? 17. 17? Von 17 auf 18? Genau, von 17 auf 18. Ja, genau. Ja, die in der Runde der ersten deutschen Residents. Yeah. Ja, ich kann mich noch erinnern. Da hatte ich nämlich gerade angefangen mit bei Adobe. Und dann hatte ich das Projekt direkt mitbekommen mit Creative Residency. Das hat sich auf jeden Fall gut entwickelt über die Jahre. Voll. Jetzt ist es, ich weiß gerade gar nicht aktuell vor Augen, wie viele jetzt dabei sind, aber ja, also sind total viele auf jeden Fall. So einfach weltweit gesehen noch mehr. Genau. Wir haben es ja auch gesplittet mittlerweile. Genau, hatten wir auch schon in vorherigen Streams mal gezeigt. Könnt ihr euch ja nochmal durchlesen bei Bedarf. Auf jeden Fall würde ich einfach mal sagen, liebe Julia, für all diejenigen, die dich noch nicht kennen, stell dich doch mal kurz vor, wer du bist, was du machst. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt weiter und schauen uns mal an, was wir uns heute so alles ansehen dürfen. Klar. Mein Name ist Julia Niemke. Ich bin Fotografin aus Berlin und spezialisiert in den Bereichen Lifestyle und Travel-Fotografie. Und ja, reise relativ viel für meine Arbeit, was natürlich jetzt gerade eingeschränkt ist. Und habe aber auch die Möglichkeit, irgendwie vor Ort genügend andere Sachen zu machen und rund um Berlin auch viele Projekte anzugehen und auch viel die Gegend um Berlin zu erkunden. Genau, und 2017, 2018 war ich Adobe Creative Resident und habe da so ein bisschen, glaube ich, auch nochmal mehr meinen Schwerpunkt gefunden in der Fotografie selbst und hatte dort ein Projekt, was mich rund um Europa geführt hat und ich habe Orte dokumentiert und Menschen fotografiert, die mir alte Natursagen oder Legenden erzählt bzw. vorgelesen haben. Und was ich dann gemacht habe, ist, das ganze Thema so ein bisschen multimedial anzugehen und habe Audioaufnahmen gemacht von den Leuten, die mir die Geschichten erzählen, habe dann Fotos gemacht von den Orten, um die sich die Geschichten drehen und habe noch so einen kleinen Mini-Dokumentarfilm darüber gedreht. Ja, und das war natürlich eine
ziemlich schöne, aufregende Zeit, in der ich sehr viel Content produziert habe und einfach viel mehr noch so meinen Stil gefunden habe und meinen Schwerpunkt auch da gefunden habe, in dem Sinne, dass ich einfach viel in Bezug mit Natur und Draußensein und auch so diesem Lifestyle des Draußenseins und Unterwegsseins als so meinen Fokus so ein bisschen gesetzt habe. Sehr schön. Auf den Spuren der Vergangenheit sozusagen. Ja, genau. Genau. Finde ich immer super spannend. Das ist so ein Thema, ich glaube, das ist immer allgegenwärtig und verdient eigentlich noch viel mehr Beachtung, als es momentan generell hat. Mhm, voll. Und eigentlich ist ja auch so ein bisschen, also heutzutage spricht man ja auch immer noch von Storytelling und Digital Storytelling und das sind halt einfach so ein bisschen die Ursprünge, wo man damals noch nicht noch keine Handys hatte, beziehungsweise sich Sachen auch noch gar nicht, Geschichten noch nicht aufgeschrieben hat, sondern einfach von Mund zu Mund weitergetragen hat. Und irgendwie finde ich den Aspekt total spannend und habe mich da ein Jahr lang intensiv mit beschäftigt. Und dann kam da so ein kleines Projekt raus. Und wie gesagt, die Arbeiten, die da entstanden sind, hatten halt viel Naturbezug und der ist auch so ein bisschen in meiner Arbeit geblieben. Das ist doch schön zu hören. Im Endeffekt ist es ja genau das, weshalb wir auch die Creative Residency ins Leben gerufen haben. Ne? Also jetzt als Beispiel, weil es geht ja auch gerade darum, dass man sagt, hey, wenn man während der Residency zum Beispiel dabei ist, dass man sich etwas aufbaut. Ne? Dass man etwas nicht sagt, okay, ich mache jetzt für ein Jahr lang ein Projekt und dann ist gut und dann schiebe ich das weg, sondern man nimmt die ganzen Erfahrungen, die ganzen Connections, die ganzen Sachen, die man gelernt und gezeigt und gemacht hat, mit in seinen Abschnitt danach, um darauf aufbauend eben seinen Berufszweig weiter fortzuführen oder sein Hobby oder seine Leidenschaft, was auch immer es ist. Ja? Absolut, genau. Also, ist es bei dir auch so? Ja? Ist bei mir auf jeden Fall so. Also was man dann schauen muss, ist so, wie schafft man es nach der Residency dann irgendwie mit den Dingen, die man während der Residency gemacht hat, auch danach im besten Fall wahrscheinlich freiberuflich einfach Geld zu verdienen und was für eine Art Kunden brauche ich dafür und was für Projekte kann ich diesbezüglich machen und welche Art Kunden ziehe ich überhaupt an mit der Art Arbeit, die ich mache. So, und das sind die Fragen, die ich mir dann natürlich stellen musste, als die Residency rum war. Ja, das glaube ich dir. Ja. Aber ich sehe schon, und ich denke, das werden wir uns auch gleich nochmal zusammen anschauen können, dass das auf jeden Fall Spuren hinterlassen hat und dass du auch deine Erkenntnisse weiterführst. Das können wir uns, glaube ich, visuell gleich auch nochmal ansehen. Ja, total gerne, auf jeden Fall. Ich würde auch sagen, wir switchen gleich auch mal rüber. Ich habe noch zwei Sachen, die ich euch gerne mitgeben würde. Und der Thomas hat übrigens auch geschrieben, ich finde Julias Porträts auch einmalig gut, selten so viel Echtes und Authentisches in den Gesichtern gesehen. Werden wir bestimmt auch nochmal das ein oder andere Porträt gleich sehen. Und wie immer gilt natürlich, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr etwas sagen wollt, gerne einfach auf den Chat kommen, auf behance.net/live/de und habt ihr die Möglichkeit, einfach bei uns im Chat mitzumischen und euch natürlich gleichzeitig den Stream mit anzusehen mit unserer wunderbaren Community. Und was ich noch sagen wollte, ist, vielleicht habt ihr es mitbekommen, der Tim hat es auch schon auf Discord gepostet, Photoshop Camera ist endlich raus. Wuhu! Die App Photoshop Camera. Nee, ist echt ein cooles Tool. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal ansehen. Ist eine Mobile-App, die KI-basiert quasi Filtermöglichkeiten bietet, beziehungsweise auch verschiedene Effekte mit sich bringt, wie zum Beispiel, dass man den Hintergrund austauschen kann, und zwar live, also während man die Kamera vor sich hält und quasi ein Bild von sich selbst machen möchte und sagt, oh, der Hintergrund, den hätte ich gern anders, dann kann man mit verschiedenen Filtern quasi das machen oder über verschiedene Color Lookups beziehungsweise Presets hat man da die Möglichkeit, das so ein bisschen rumzuspielen und einfach mal zu machen. Würde ich auf jeden Fall euch mal empfehlen, guckt es euch an, ist eine kostenlose App. Wenn ihr den Link nicht habt, der Tim hat den Discord-Channel-Link nochmal in den Chat gepostet, danke dafür. Und da könnt ihr unter der Rubrik, ich will es jetzt nicht falsch aussprechen, ich glaube Neuigkeiten haben wir es genannt, ne? Updates, Neuigkeiten, adobelive.de News heißt die Rubrik, die ist ganz oben. Und da
postet der Tim auch netterweise immer die neuesten Feature-Updates. Das heißt, wenn ihr euch auf den neuesten Stand halten wollt, könnt ihr euch da auch immer ein bisschen erkundigen und da werdet ihr dann immer mitbekommen, was da alles so neu ist. Wir erwarten auch ganz große Updates, die kommen in Kürze. Also seid gespannt, die werden wir hier natürlich auch mit vorstellen und da kriegt ihr die auch mit als erstes mit. Ja, und genau. Ansonsten würde ich sagen, gehen wir doch mal rüber. So apropos, ne? Bildbearbeitung und ein bisschen Retusche hier, ein bisschen schön machen da. Liebe Julia, du hast ja heute auch mehrere Plattformen für uns mitgebracht und wir wollen uns ja auch eine nochmal ein bisschen im Detail ansehen, weil du bist ja auch Social-Media-mäßig und Website-mäßig und Co. bist ja auch ganz tief unterwegs. Muss man ja auch heutzutage in gewisser Form. Würdest du das so bestätigen? Schon, oder? Ja, würde ich schon. Also ich finde, man sollte nicht irgendwie Inhalte also oder Fotos extra nur machen, um Social Media zu bespielen, finde ich. Aber trotzdem das Medium an sich nutzen, um einfach das als eine weitere Option zu nehmen, um die eigenen Arbeiten zu zeigen. Das ist so meine Herangehensweise. Und deswegen habe ich auf jeden Fall irgendwie Instagram als Kanal, den ich nutze und wo ich meine Arbeiten teile. Und trotzdem finde ich, ist so mein Schwerpunkt auf jeden Fall, dass ich eine gute, aussagekräftige Webseite habe. Und ja, wenn du magst. Wir haben jetzt auch schon auf deine Website geswitcht, also kannst du auch schon direkt interaktiv mit ihr. Perfekt. Ja, also ich habe meine Webseite relativ clean gehalten und was ich so wichtig finde, wenn man auf eine Webseite kommt, ist erstmal so ein erstes Gefühl zu bekommen für die Arbeiten von derjenigen Person und dafür habe ich halt so eine Overview-Seite, die einfach so ein Querschnitt meiner Arbeit zeigt und ja, einfach so ein erstes Gefühl dafür gibt, wie ist so meine Bildsprache, wie sind so die Farben, der Look und was habe ich an sich für, ja, was sind so die Objekte oder die Dinge oder die Momente, die ich so festhalte und fotografiere. Und habe da dann auch irgendwie so mit der Zeit für mich gelernt, dass es einfach echt wichtig ist, dass man, wenn man für die Arbeit, die man macht, auch bezahlt werden möchte und Kunden haben möchte, muss man das Ganze auch so ein bisschen aus der Kundensicht betrachten. Also was ich mich dann so gefragt habe, ist, okay, welche Art von Kunden ziehe ich mit so einem Portfolio an? Beziehungsweise welche Art von Kunden möchte ich überhaupt haben und mit wem möchte ich gerne zusammenarbeiten? Und da ist mein Fokus auf jeden Fall so, halt wie schon anmoderiert, so im Bereich Travel und Lifestyle. Wobei ich dann halt auch auf meiner Startseite schaue, dass ich auch Projekte, die ich in dem Bereich gemacht habe, auch einfach gleich kenntlich mache. Also wie man hier irgendwie sieht, dass ich irgendwie ein Projekt für Lufthansa hatte und dass man es einfach gleich einordnen kann. Und dazu dient so ein bisschen meine Startseite. Und ja, das gibt auf jeden Fall so einen ersten Einblick. Ja, finde ich super interessant, weil die Herangehensweise ist ja genau richtig, dass du sagst, hey, meine Website ist ja dafür da, um potenzielle Kunden sozusagen zu interessieren und ihnen auch einen Einblick zu geben, so arbeite ich. Ne? So arbeite ich auch gerne vor allen Dingen. Das ist mein Style, das ist mein Bereich. Und wenn euch das interessiert, habe ich hier natürlich ein paar schöne Beispiele für euch, auch ein paar Kampagnenbeispiele sieht man ja auch hier zum Beispiel. Genau. Mit Lufthansa en route oder auch weiter unten hast du ja auch von für das für den Adobe-Ladebildschirm quasi von. Genau, ja. Vielleicht wisst ihr es ja, könnt ihr mal posten in den Chat, von welchem Tool das war. Hier, da, das die Dame das. Da im Wald. Ne? Ja. Wenn ihr es erratet, könnt ihr es mal in den Chat schreiben. War auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch der Ladebildschirm ist. Ich glaube, der wurde jetzt ausgetauscht, aber er war auf jeden Fall ein Jahr lang von einem bestimmten Tool. Der Ladebildschirm. Genau. Ja, das hat auch ein bisschen gedauert, muss ich sagen, bis ich so den Gedanken hatte und das für mich so festgestellt habe, dass das wichtig ist. Und ich glaube, was auch, wo man tendenziell so ein bisschen
also ich weiß nicht, in welchem Bezug das so ist, aber auf jeden Fall habe ich so das Gefühl, dass man auch ein bisschen bescheidener tendenziell ist, als man vielleicht sein sollte auf einer Webseite. Und deswegen finde ich es auch richtig und gut, dass man da so auch zeigt, mit welchem Kunden habe ich zusammengearbeitet. Und auch so ein bisschen, wie man so schön sagt, Name-Dropping zu machen und einfach zu zeigen, hey, yo, ich habe auch schon mal für Lufthansa was gemacht oder ich habe auch schon für Tourismusverbände gearbeitet oder für Booking.com oder was auch immer. Weil das auch so ein bisschen eine Validierung ist für die Arbeit, die man gemacht hat und das auch zeigt, okay, da gibt es größere Kunden, die mir und meiner Arbeit vertraut haben und das wiederum zieht dann halt auch weitere Kunden in der Richtung an und gibt da so ein bisschen einfach die Sicherheit, weil von der Webseite aus weißt du ja, selbst wenn du auf Info gehst und das kann ich ja mal irgendwie kurz zeigen, kriegst du natürlich so einen Eindruck so ein bisschen von mir und von der Arbeit, die ich mache und so, aber trotzdem ist eigentlich, gibt es keine bessere Art irgendwie zu zeigen, was mache ich und wie mache ich es, indem ich halt einfach so eine Validierung habe durch Projekte, die ich schon gemacht habe und da auch wirklich zeigen kann, das war für den und das war für den. Definitiv. Vor allen Dingen, es ist lustig, der Thomas hat eben genau dasselbe geschrieben im Chat, ne? Das mit den Firmenlogos ist enorm wichtig. Jeder neue Kunde will wissen, mit wem die Person schon gearbeitet hat. Das gibt ihnen die Sicherheit, es mit einem Profi zu tun zu haben. Ja, auf jeden Fall. Und, und das ist auch noch ganz wichtig, finde ich zumindest, du siehst auch, ob zum Beispiel potenzielle Competitors bereits schon mit der Person gearbeitet haben. Ne? Also wenn du zum Beispiel sagst, hey, die Person, jetzt hast du es verraten hier, na, Lightroom, jetzt sieht man es hier. Ne? Ja, stimmt, verdammt. nicht schlimm. Aber potenzielle Kunden möchten ja auch wissen, hey, wenn ich jetzt zum Beispiel Mercedes bin, ne, hat die Person zum Beispiel schon mit BMW und Audi gearbeitet? Weil wenn ja, ist das für mich irgendwie dann trotzdem noch interessant, weil andere Sparte, mit der sie das gemacht hat, oder könnte das irgendwie ein Showstopper sein? Dasselbe gilt auch nicht nur, ich sag mal, im Bereich Fotografie, sondern auch zum Beispiel im Bereich der Influencer, mit denen ich ja auch ganz viel arbeite. Wenn ich zum Beispiel Influencer raussuche, dann schaue ich mir auf deren Portfolio-Seiten beziehungsweise auf ihren Instagram- oder YouTube-Kanal auch an, was für Werbung haben die schon geschaltet? Ne? Wie gehen die an die Sache ran vor allen Dingen? Das ist ja auch eine Sache, ne? Umsetzung von Projekten und das macht das Ganze eben dann interessant oder weniger interessant, je nachdem, wie diese Umsetzung erfolgt ist. Ne? Und die Darstellung ist natürlich enorm wichtig, weil man ja in kurzer Zeit der Person gegenüber die Einsicht geben will in die Qualität der eigenen Arbeit. Also vollkommen richtig, ne? Kann ich auch ganz bestätigen. Ja, absolut. Ja, tut und mir Barbara leid, sagt sorry, auch, dass ich... Entschuldige, red ruhig. Sorry, dass ich jetzt gespoilt habe und schon gezeigt habe, dass es für Lightroom ist. Ich hatte nicht auf dem Schirm, dass ich es da tatsächlich wie es war als Begrüßungsbild. Das ist nicht schlimm. Genau, aber vor allem habt ihr bestimmt schon mal gesehen an alle Lightroom-User, das Bild hier ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Exemplar von Arbeit, könnte man sagen. Und Barbara hatte auch geschrieben, das finde ich auch sehr interessant, sehr wichtig und erstaunlicherweise auch die erstaunlicherweise auch die Firmierung, denn seit wir eine GmbH und Co. KG sind, kommen große Firmen auf uns zu. Auch interessant. Na, zu sagen, hey, okay, wir sind eine große Firma oder wir sind eine mittelständische Firma, ist noch was anderes, als wenn du ein Ein-Mann-Unternehmen bist. Gibt es bestimmt auch einige Möglichkeiten, die sich dadurch eröffnen. Ganz klar. Ja. Finde ich immer wahnsinnig spannend. So, und jetzt, das finde ich jetzt nämlich interessant, du hast auf deiner Website jetzt quasi deine Beispiele gezeigt, ne, die kurz und knapp quasi auch zeigen sollen, was du bist in diesem Bereich, für was du stehst, was für Kunden du bedienst. Und jetzt haben wir ja quasi auch noch die Möglichkeit zu sagen, okay, für diejenigen, die auch mal Behind the Scenes sehen wollen und die einfach auch noch ein bisschen Background-Info haben wollen, gibt es ja noch eine weitere Plattform. Auf der sind wir ganz zufällig. Also vielleicht schauen wir uns die doch mal an. Ja. Also was ich hier in dem Bereich noch habe, ist, dass ich meine Kundenprojekte einfach nochmal genau aufgelistet habe und hier die Möglichkeit besteht, nochmal reinzuklicken und zu sehen, okay, wie sieht so ein komplettes Projekt aus, was ich fotografiere. Genau. Weil anhand eines Fotos, was ich als Referenz nehme,
Also ist das in dem Fall wirksam, dass man sieht, okay, ich habe mit den und den Firmen schon zusammengearbeitet, aber für einen Kunden ist natürlich auch spannend zu sehen, okay, wie sah dann die tatsächliche Umsetzung aus? Und was entstehen da so für Fotos, außer jetzt nur so das eine Key-Image? Und ja, da habe ich hier zum Beispiel mit einem Kajak-Hersteller zusammengearbeitet und habe noch so mehr Fotos, die man dazu sehen kann. Ich weiß nicht, ob man es gerade hört, meine Katze miaut im Hintergrund. Ja, das hat sich zwar nicht so ganz angehört wie eine Katze, es war eher irgendwie so ein weit entfernter Fernseher, aber okay. Ich, das ist mein Kater. Ich würde mal kurz die Tür aufmachen, weil ich glaube, dann maut es denn nicht mehr und findet das nicht schlimm, weil dann sieht er, was hier passiert. Ja, klar, mach das natürlich. Eine Sekunde. Kein Problem. Ja, die guten alten Haustiere. Genau, und wenn ihr natürlich zum Thema Photoshop Camera sagt, hey, das funktioniert für mich noch nicht und da wollen wir irgendwie, das würde ich schon mal gerne probieren, müssen wir uns natürlich angucken. Bei Android ist immer so ein bisschen die Frage, was für ein Modell man hat, was für ein Android Firmware man drauf hat, weil es gibt ja so viele Android-Handys, ne? Und es ist leider so, dass man natürlich für jedes Android-Handy dann trotzdem nochmal irgendwie eine eigene Version basteln muss, mehr oder weniger. Deswegen kann es natürlich sein, dass noch nicht jedes Endgerät unterstützt wird, aber das wird mit der Zeit sicher kommen. Genau. Ja, aber genau das, was du gesagt hast eben, ist natürlich wahnsinnig spannend, weil du hast jetzt tatsächlich die Mühe gemacht, auf deiner Website nochmal das Ganze zu unterteilen und erst zu sagen, ich habe hier eine Wall, ne, eine Image-Wall, und wenn ich dann drauf drücke, gibt es nochmal Behind-the-Scenes-Infos. Ja. Ist natürlich ein wahnsinnig spannendes und aufwendiges Projekt, oder? Wie würdest du das sagen? Ja, schon. Also ich glaube, wenn man aber einmal diese Struktur aufgebaut hat, ist es dann gar nicht mehr so schwer, weil dann kann ich, also wenn jetzt neue Projekte dazukommen, stelle ich mir natürlich irgendwie zuerst die Frage, will ich das auch mit auf die Webseite nehmen? Passt das und ist das, gibt es trotzdem noch ein einheitliches Bild und ist das was ich präsentieren will? Ist das eine Arbeit, auf die ich stolz bin und die irgendwie gut gelaufen ist? Und dann ist es nicht mehr so viel Arbeit. Also wenn einmal die Struktur steht und ich mal dafür gesorgt habe, dass irgendwie so die verschiedenen Arbeiten, die ich gemacht habe, gebündelt zu sehen sind, dann ist es wirklich voll in Ordnung, da von Zeit zu Zeit einfach das neue Projekt mit hinzuzunehmen. Und was ich hier noch kurz als Beispiel zeigen wollte, was eigentlich auch noch ein bisschen mehr auch die Anwendung zeigt, das hier war ein Projekt, was ich letztes Jahr gemacht habe für so einen Matratzenhersteller und da bin ich durch die Schweiz und durch Korsika gereist und da habe ich hier in dem Fall auch einfach noch, sieht man so die einzelnen Fotos, die dafür entstanden sind und aber auch wie die eingebunden sind auf der Webseite beziehungsweise in dem Werbematerial, was die verwendet haben. Das sind Reisematratzen oder wie genau, das sind so Reisematratzen, die man so sich maßgeschneidert anfertigen lassen kann, damit die dann perfekt in den eigens ausgebauten Camper passen, beziehungsweise gibt es ja auch irgendwie so von Hümer und so schon vor ausgebaute, in dem Fall jetzt zum Beispiel Sprinter. Und und die machen so Naturbetten und dafür habe ich eine Geschichte fotografiert und das gibt natürlich einen Top-Einblick, so wie so das Bildmaterial ist, was ich in so einem Fall erstellen würde. Also, ja. Auch schön. Auf dem Weg dahin, wo sonst keiner schläft. Ja. Ja, schön. Genau. Ja, wahnsinnig spannend. Das zeigt natürlich auch deine Varietät an Dingen, die du machst. Ne? Also, dass du nicht nur spezialisiert bist, es gibt zum Beispiel auch Sportfotografen, die sagen, ich mache alles im Bereich Sport oder Porträtfotografen, ganz klar, Food-Photographers und das zeigt deine Vielseitigkeit, finde ich, und natürlich auch den potenziellen Kunden. Ja, absolut. Ja. Also, genau. Wenn ihr auf jeden Fall euch das ansehen wollt, dann schaut gerne mal rein, julianiemke.com und da habt ihr natürlich die Möglichkeit, euch das nochmal in Ruhe anzusehen. Also wahnsinnig spannende und schöne Bilder erwarten euch hier, wie ihr seht. Oh, das vom Taj Mahal ist natürlich auch hier. Klasse. Ist der Vogel denn wirklich lang geflogen oder hast du den wirklich da reingemacht? Der ist wirklich lang geflogen. Ja. Also so eine meiner Grundprinzipien ist, dass ich so bei
Fotos wie diesen, da Photoshop ich echt nichts rein. Also vor allem, das war im Auftrag für Air Canada. Mhm. Und das ist so ein Mix dann aus Editorial und Commercial Arbeit. Und bei Editorial ist auch wirklich mein Ansatz, dass ich da nichts irgendwie nicht rumflunker und irgendwie einen Vogel rein photoshoppe, wenn da keiner war. Ja. Deswegen, nee, also, das ist tatsächlich, der ist da lang geflogen. Hatte ich Glück. Sieht ja trotzdem super cool aus. Ne? Also kriegst du ja auch mehr als grandios hin, würde ich jetzt mal sagen. findet auch der Wolfgang zum Beispiel. Ne? Er schreibt grandioses Licht und formale Qualität in deinen Bildern. Sehr, sehr schön. Dankeschön, Dankeschön. Genau. Und jetzt haben wir natürlich noch die Möglichkeit, das ist ja deine eigene Website und mit der Website hast du natürlich die Möglichkeit, für dich selbst zu stehen, dein eigenes Standing aufzubauen, natürlich auch bei Suchergebnissen dann eben dort zu erscheinen. Also wenn ich jetzt Julia Niemke eingebe auf Google, dann kommt da erstmal deine Website. Das ist natürlich super. Mhm. Aber es gibt natürlich auch viele Personen, die auf anderen Plattformen, die schon existieren, suchen. Ne? Und die zum Beispiel explizit oder gezielt dort suchen, weil sie natürlich vielleicht dich noch nicht kennen. Ne? Mhm. Das ist nämlich ja immer so die Sache, ja, die Website ist super, aber wenn man dich nicht kennt, wie soll man auf diese Website kommen? Mhm. Ja. Das heißt, da bieten sich natürlich weitere Möglichkeiten der Verlinkung, dass man auf Plattformen, die schon entstehen, sein Portfolio eben dort auch vorstellt. Und wenn dann das Interesse da ist, dass man sagt, hey Leute, ich bin Julia Niemke, ich habe die Sachen hier und wenn ihr noch mehr sehen wollt, kommt auf meine Website, kommt auf mein Instagram, kommt auf mein Behance, whatever. Und da ist natürlich der große Vorteil, wenn du es einmal aufgesetzt hast, dann kannst du das ja auch spiegeln. Ne? Machst dir wahrscheinlich auch, dass du deine Werke eben plattformübergreifend nutzt. Genau, auf jeden Fall. Zum Beispiel Behance ist für mich so eine Variante, wo ich hauptsächlich so den Fokus auf meine Reisen habe, die ich gemacht habe. Und da habe ich im Prinzip das ähnliche Material, was ich auch auf meiner Webseite habe. Also wie du gerade schon sagtest, das spiegel ich einfach. Und ja, habe dann hier zum Beispiel irgendwie einen Trip durch Italien und die Schweiz gemacht letztes Jahr und dann versuche ich das irgendwie visuell schön bei Behance zu teilen und mag das auch voll, so die Ansicht dort zu haben, das einfach durch runterscrollen irgendwie, dass man da durch die, dass man die Reise irgendwie virtuell miterlebt und ja, und habe da auch einfach so meinen Rhythmus, dass wenn irgendwie eine Reise war, wie jetzt hier zum Beispiel eigentlich so die letzte Reise, die letzte große war Vietnam, dann ist so meine Content-Strategie, wenn ich es jetzt mal so nenne, das klingt professioneller, als es in Wahrheit ist, ist dann halt so, dass ich einzelne Fotos oder Fotosets bei Instagram dazu poste. Dann irgendwann, wenn ich irgendwie alles an Bildmaterial durchgegangen bin, auf meiner Webseite die komplette Reise darstelle und da so ein bisschen, ich kann es mal parallel einfach zeigen, vielleicht ist es ja eigentlich ganz spannend, mal so den Vergleich zu haben. Ja klar, gerne. Schön. Hat man hier dann die komplette Reise als Bilder, die man sich anschauen kann und das Gleiche mache ich dann aber im kleinen Stile auf Instagram, wo ich so lange ist es schon her mit Vietnam, dass ich so weit zurückscrollen muss. ja, hier ist wahnsinnig es. Wahnsinnig viele schöne Bilder. Genau, und dann fange ich so ein bisschen damit an, irgendwie so das erste Foto von der Reise dort zu posten und mache vielleicht da so ein kleines Set aus ein paar Bildern. Und dann, wie gesagt, ist das komplette, die komplette Reise auf der Webseite zu sehen und das Ganze als Projekt dann auch bei Behance so das. Und das versuche ich einfach immer da dran zu bleiben. Und das geht natürlich auch nur, wenn man so ein bisschen die Zeit dazu hat. Wenn jetzt irgendwie direkt im Anschluss irgendein Auftrag oder so ist, dann rückt es natürlich erstmal ein bisschen weiter nach hinten. Aber sobald irgendwie Luft ist und nicht direkt ein Auftrag ansteht oder ich in der Bildbearbeitung für irgendwas bin oder so, sind das die Dinge, die ich dann in der Zeit mache. Sehr schön. Der Fritz hat gefragt, Julia, hattest du in Vietnam auch Einschränkungen? Gab es da für dich Einschränkungen? Inwiefern Einschränkungen, frage ich mich jetzt so. Ich schätze mal im Sinne von, dass du überall hinreisen konntest oder ach so, zum Beispiel ja. Auch was Drohnen angeht. Ja, Drohne habe ich gar nicht erst mitgenommen, da ich mich so vorher ein bisschen erkundigt
und habe gelesen, dass es durchaus da Komplikationen schon am Flughafen geben kann, wenn irgendwie das Equipment gecheckt wird, dass die Drohnen nicht immer mit ins Land rein dürfen. Und dann hätte das für mich auf jeden Fall ein Problem gegeben, weil ich nicht vom gleichen Flughafen wieder abgeflogen bin. Sonst hätte man ja sagen können, gut, dann liegt die Drohne da halt irgendwie 4 Wochen. Dann wieder ab. Aber ich bin im Norden angekommen, in Hanoi, und bin dann nach Süden runter und von Saigon bzw. Ho Chi Minh Stadt wieder zurückgeflogen. Ja, und deswegen hatte ich die gar nicht dabei. Und ansonsten Einschränkungen gab es für mich, weil mir ist meine Kamera ins Wasser gefallen. Oh nein. Und ich hatte aber zum Glück noch, meine Freundin hatte meine alte Kamera dabei, also die, das heißt alt, einfach die 5D Mark III. Und mit der habe ich dann einfach die weitere Reise fotografiert. Und ich bin aber am Strand in einer Halong-Bucht. Ich zeig's gerne mal hier. So ein Strand weiter von hier bin ich auf so einem Stein ausgerutscht und bin komplett mit meiner Kamera ins Wasser gefallen. Heftige Salzwasser gefallen. Und da ist sie natürlich dann. Da war alles hinüber. Ja. Also sie ist tatsächlich noch angegangen, aber da hat sonst nichts funktioniert. Ich habe die eingeschickt und da war dann ja die Aussage bei Salzwasser, da kann man wirklich leider nicht viel machen. Das wird irgendwann alles wegrosten und die Kontakte und so. Und dann habe ich mit meiner älteren Kamera einfach weiter fotografiert und es ging eigentlich auch ganz gut. Also bei Salzwasser ist natürlich immer der Fall, dass da ist immer die Frage, ne, lohnt der Aufwand, sich das Ding komplett auseinanderzunehmen, dann zu reinigen und zu säubern, dann gegebenenfalls poröse Kontakte nochmal wieder intakt zu stellen. Ne? Das ist natürlich sehr viele Stunden Aufwand. Ja. Aber klar, ist natürlich ärgerlich. Ach Mensch. Ja, das war nicht so schön. Aber dein Glück im Unglück, dass du noch eine Kamera dabei hattest, ne? Absolut, absolut. Also ich glaube, das wäre auch wirklich, das wäre dramatisch gewesen für mich. Nicht, weil ich irgendwie da, also es ist wirklich nicht, dass ich da denke, ich muss jetzt die Fotos machen, um das alles festzuhalten, sondern weil ich einfach den Prozess des Fotografierens auch so gerne mag, dass das für mich echt schade gewesen wäre, da keine Fotos weitermachen zu können. Aber hat ja zum Glück geklappt. Und wie ist es jetzt für dich im Sinne von, oh, das sieht aus wie Menschen, die eingebunden sind? Schon, ne? Sind. Das ist, ja, der rechts da. Der hier? Haufen. Ja, sieht aus wie so ein, ja, der hat sich gerade irgendwie versucht zu erheben und wurde dann irgendwie versteinert. Und in der Mitte sieht aus wie ein Gorilla oder so ein Affe. Jo, ich sehe es auch. Krass. Oder auch so ein bisschen Darth Vader. Ja, könnte auch sein. Du hast aber eine Versicherung gehabt, ne? Fragt auch Thomas hier. Nee, zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und da bin ich natürlich schön selber blöd. Aber jetzt habe ich eine. Jetzt hast du eine und wie ist das jetzt, wenn du darauf zurückblickst und sagst, wenn du jetzt praktisch Aufträge aufnimmst, die gerade auch eben zum Beispiel im Ausland sind, wo du jetzt nicht mal schnell eine neue Kamera dir besorgen kannst, hast du dann auch immer zwei Kameras dabei als Notfall oder ist dann trotzdem noch, ja, jetzt habe ich eine Versicherung, ist nicht so schlimm? Also bisher nicht. Ich werde es mir mal angewöhnen. Ich glaube, hier und da hatte ich wahrscheinlich einfach Glück. Also meine Kamera hat nie gesponnen bisher und das ging immer ganz gut. Aber ich glaube, ich werde backupmäßig einfach meine Mark III, Canon EOS 5D Mark III einfach immer dabei haben und mit meiner anderen großen den Auftrag an sich fotografieren. Genau, weil you never know, wenn da mal was passiert. Jetzt in dem Fall, Vietnam war eine private Reise, da war es nicht schlimm. Aber wenn das jetzt ein Auftrag gewesen wäre, dann wäre das schon ein bisschen schwieriger gewesen. Ja, definitiv. Also, aber jetzt, ich muss das einmal lernen, aber andererseits dachte ich mir auch so, ich fotografiere seit ich 11, 12 bin. So seit 19 Jahren fotografiere ich und bis dahin ist mir nie irgendeine Kamera kaputt gegangen oder ins Wasser gefallen oder irgendwie Schrott gegangen. Deswegen war es okay, dass jetzt irgendwie das erste Mal passiert ist und jetzt habe ich dazugelernt, habe meine Kamera-Equipment-Versicherung und jetzt ist es alles safe, aber ja, musste glaube ich einmal so passieren, damit ich es lerne und wird so in der Form nicht nochmal passieren. Ja. Ja, krass. Krass. So viel steht fest. Ja,
Sehr, sehr schöne Bilder auf jeden Fall. Und ich würde jetzt sagen, lass uns doch mal gerne auf den Punkt switchen, den wir uns ja eigentlich heute mal ansehen wollten, weil wir haben jetzt natürlich ganz viele spannende Bilder von dir gesehen. Und wie integrieren wir die möglichst effizient in die verschiedenen Plattformen, wie zum Beispiel eben Behance? Das ist ja auch eine Frage, die wir uns gestellt haben, weil es natürlich viele Leute gibt, die interessiert sind dran, wie man das optimieren kann. Denn es gibt ja auch viele Dinge zu beachten. Ne? Und du bist ja auch schon eine eingespielte Person hier auf Behance. Man sieht es hier auch. Es gibt ja auch ganz viele verschiedene Dinge, die man sich ansehen kann im Sinne von, die dein Profil auszeichnen. Wie zum Beispiel jetzt hier links eben, siehst du ja schon, die Datenstatistiken oben natürlich, aber auch hast du hier wieder die Verlinkung, sieht man ja in der Mitte. Mhm. Dein Instagram, dein Facebook, dein LinkedIn. Ja. Zu weiteren Verlinkungen. Deine Website sehe ich jetzt aber nicht hier. Die müsste eigentlich noch. Warte. Ist die weiter unten? Nee. Ah, guck mal, hier oben ist sie. Ach, da oben ist sie direkt. Ah, okay, ja. Du hast sie präsent oben direkt unter deinen Titel reingemacht. Sehr, genau. Sehr schön. Na. Ja, genau. Und da haben wir es, wie du schon sagtest, wieder die Verknüpfung irgendwie von den verschiedenen Plattformen zu der Website und umgekehrt. Genau. Also ich habe auf meiner Webseite habe ich unten jeweils auch die Social-Media-Kanäle als Futter und die hast du einfach ja auf jeder Seite, wo man raufgeht, genauso die Verknüpfung. Und deswegen finde ich es zum Beispiel auch cool, wenn ich Anfragen für Interviews bekomme. Also zum einen irgendwie an sich, wenn es jetzt ein geschriebenes Interview ist oder so, das an sich zu geben und immer mal so ein bisschen über die eigene Arbeit zu reflektieren. Und andererseits ist natürlich jedes Interview und jede Veröffentlichung auch wieder eine Verlinkung zu meinen Arbeiten. Und dann entsteht einfach ein Netzwerk, was immer wieder auf irgendwie die verschiedenen Plattformen lenkt. Definitiv. Was sind denn so deine Tipps für Behance? Also ich meine, wie lange bist du, vielleicht mal so die erste Frage, wie lange bist du denn schon auf der Plattform? Ich bin auf der Plattform, ich glaube das ist eine gute Frage, ich würde sagen, ich habe vor der Residency angefangen. Und die habe ich 2017 im Mai angefangen. Ja, also so dreieinhalb Jahre bin ich bei Behance. Krass. Also schon länger auf jeden Fall. Schon länger, ja, definitiv. Und hab's in der Residency-Zeit so ein bisschen genutzt, um so meine einzelnen Reisen, wie zum Beispiel hier, das war ein Trip, den ich gemacht hatte, wo ich für diese Folktales, für das Projekt unterwegs war. Und da habe ich dann einfach die Fotos, die bei dem Projekt entstanden sind, auch nochmal als einzelne Reise irgendwie vorgestellt. Ja, eigentlich muss man das ein bisschen schaffen, das einfach so zu integrieren und auch mehr davon zu zeigen. Und was ich jetzt bei den letzten Malen auch mit angefangen habe, ist, also man sieht so hier die Reisen, die ich gemacht habe, die ich irgendwie vorstelle. Und hier in dem Fall aber jetzt auch zum Beispiel ein Projekt, was auch für einen Kunden war und trotzdem aber noch der Ästhetik entspricht, die ich mache. Also das war für einen Tourismusverband und dann zeige ich hier halt auch einfach so die Arbeit, die ich für diesen Tourismusverband gemacht habe. Und ich glaube, dass auch das eigentlich eine gute Variante ist, weil auch Behance ist eine Plattform, wo irgendwie potenziell du gefunden werden kannst von Kunden, die auf der Suche sind nach irgendwie neuen Talenten, mit denen sie zusammenarbeiten wollen. Sehr, sehr schön. Ja, es gibt super viele Möglichkeiten auf Behance und ich denke, wir werden jetzt auch heute auch nicht alles schaffen, irgendwie durchzugehen, aber vielleicht kannst du uns ja mal, ich sag mal, so ein paar Tipps geben, zum Beispiel, was ich jetzt interessant fände und ich denke mal auch die Community, wenn du jetzt an eine Arbeit rangehst hier, im Sinne von, du hast jetzt ein neues Projekt gehabt und du würdest das gerne hier einfügen. Wie gehst du da voran? Also sagen wir mal hier, genau. Nehmen wir mal zum Beispiel irgendwie den Vietnam-Trip. Dann ist mein Workflow eigentlich so, dass ich in Lightroom arbeite und meine mir hier Sammlungen also erstelle. Das finde ich total gut, wenn ich irgendwie eine
eine Auswahl treffe, die ich dann entweder auf meiner Webseite packen will oder auf Behance packen möchte. Und dann kann man die Auswahl natürlich noch verfeinern. Irgendwie so, ich habe hier jetzt 67 Fotos. Es sind am Ende nicht 67 Fotos auf meiner Webseite, sondern davon noch meine Auswahl. Und mit dieser Auswahl, die exportiere ich mir dann und habe die schon mal so als Bündel und weiß, okay, das ist die Anzahl von Fotos oder die Geschichte, die ich erzählen will. Und gehe dann so, wenn ich Reisesachen zum Beispiel habe, tendenziell tatsächlich chronologisch vor, dass ich so die Reise in dem Fall von den Landschaften von Nord nach Süd abgehe und das fotografisch festhalte. Oder auch irgendwie hier, wo ich in Jordanien war, da gibt es natürlich einfach verschiedene Herangehensweisen. Ne? Du kannst irgendwie einfach aus Ästhetikgründen die Geschichte erzählen und schauen, welche Bilder passen irgendwie gut zusammen. Und ich habe aber gerne irgendwie den engen geografischen Bezug dazu und erzähle so gern die Geschichte, dass ich irgendwie tatsächlich noch so vor Augen habe, wo bin ich lang gereist und ja, kann das dann von den einzelnen Stationen her aus erzählen. Schön. Genau, und dann schaue ich halt, was ich total mag, ist einfach so ein Mix aus vollformatigen, also großen Einzelbildern und dann auch so die Paarung von 2 bis 3 Bildern, um ja, das einfach so ein bisschen aufzulockern. Auch interessant, dass du im Hoch- und im Querformat arbeitest, dass du beides mit reinnimmst. Ja. Also ich fotografiere echt tendenziell, würde ich sagen, fast mehr im Hochformat. Aber ja, natürlich je nachdem, wie das Setting ist und die Landschaft, kommt es einfach drauf an. Ja. Also so genau, das wäre so der nächste Schritt, wie ich herangehen würde, habe die Auswahl, überlege mir so ein bisschen, wie ist die Reihenfolge, wie möchte ich ein Projekt angehen. Und was ich dann manchmal mache, wenn ich irgendwie ein schönes Layout hatte, wo haben wir vielleicht, nehmen wir mal irgendwie die Fjorde von Island, dann mache ich so, dass ich mir das Projekt einfach, dass ich das klone, dass ich ein Duplikat davon habe, wenn irgendwie das Layout mir gefallen hat. Und dann einfach die Bilder ersetze. Genau, ja. Cool. Ich finde das ein cooles Feature, was es auch total schnell macht, irgendwie zu arbeiten. Aber ansonsten finde ich auch dadurch, dass du über Drag and Drop die Bilder reinziehen kannst, ist auch das einfach eine schnelle Variante. Aber ich zeige es jetzt einfach mal hier. Dann hast du halt schon die Kopie und kannst das ja total easy bearbeiten. Und könnt jetzt halt einfach schreiben, irgendwie Vietnam 2019, hab dann schon mal die gleiche Formatierung vom Text und kann hier über das Raster bearbeiten, einfach die Bilder mehr austauschen. Ja, das ist, glaube ich, so das, was ich auch echt oft nutze und total empfehlen kann. Ja, und das ist natürlich auch eine schöne Sache, die euch viel Zeit spart, wenn ihr sagt, hey Leute, ich habe jetzt hier mehrere Projekte und ich möchte das alles einen ähnlichen Style haben von der Ansicht her, weil es auch so deinem eigenen Stil entspricht. Ne? Man sieht es ja auch auf deiner Website, dass du ja auch, ich sag mal, Parallelen hier hast und sagst, okay, Elemente aus meiner Website habe ich eben hier dann auch mit reingebracht von der Anordnung, damit man auch da den Wiedererkennungswert hat. Ja. Und das merkt man auch, genau. Stefan hat noch kurz gefragt, könnt ihr gerade noch mal den genauen Unterschied zwischen Katalog und Ordner erklären? Sammlung bezieht sich ja auf den Export, oder? Wie würdest du das erklären? Katalog Unterschied zwischen, also in Lightroom, genau. Ja, Katalog ist das, womit du arbeitest. In dem Fall jetzt hier habe ich, geht jeder ein bisschen unterschiedlich mit um, aber was ich mache, ist, dass ich pro Reise eigentlich einen eigenen Katalog erstelle, was mir so ein bisschen, du kannst einen Katalog erstellen, der mehrere Projekte beinhaltet, wie, das habe ich zum Beispiel, kann ich ein Beispiel geben, also hier sieht man es zum Beispiel auch ganz gut, vielleicht ist das auch mal spannend zu sehen, wie ist meine Ordnerstruktur an sich und wie ist das aufgebaut und wenn ich mir hier den Trip nach Vietnam zum Beispiel nehme, habe ich in RAW die ganzen RAW-Dateien
und habe in dem Extra-Ordner ist mein Lightroom-Katalog, die Datei drin und die Backups und die ganzen kleinen anderen Mini-Dateien, die da mit entstehen, und kann über einen Doppelklick das aufmachen und habe dann den Katalog mit den Bildern, die sich auf die RAW-Dateien beziehen. Und ja, das ist quasi, was ein Katalog ist. Ja, also eigentlich eine Zusammenstellung an Bildern, die man vordefiniert hat und man gesagt hat, okay, erstelle mir von diesen Bildern eine Zusammenstellung, ein Katalog sozusagen, ne, also ein Register, und speichere mir das als eine Datei ab, sodass ich diese Datei egal wohin ziehen kann, aber diese Datei weiß immer, wo quasi diese Bilder gespeichert sind. Ne? Das heißt, du kannst diesen Katalog auf deinen Desktop ziehen, du kannst den auf eine Festplatte ziehen, egal wohin, solange der Pfad, der ursprüngliche, wo die Bilder abgespeichert sind, erhalten ist, sollte das Ganze dann trotzdem öffnen, also sich öffnen lassen, und du hättest den Katalog auf jeden Fall da. So ein bisschen wie bei, also ich vergleiche es gerne mit Premiere Pro, wenn du dir quasi ein neues Projekt öffnest, es ist ja auch eine Art Projekt, ne, und sagst, hier sind meine Mediadaten, die habe ich jetzt hier quasi ins Projekt schon reingezogen, die sind verlinkt mit diesem Projekt, das heißt aber nicht, dass diese Projekte, also dass die Mediadaten in dieser Projektfile abgespeichert sind, genauso wie beim Katalog. Ne? Das ist nur ein Verzeichnis. Ja. Heißt, da sind die Bilder nicht drin, sondern nur ein Verzeichnis, das dann sagt, da und da findest du die Bilder und das sind die Bilder. Ja. Cool. Absolut. Danke für den kleinen Exkurs. Gerne. Ja, und super. was glaube ich, einige übersehen oder gar nicht so groß nutzen, was ich aber irgendwie cool finde, ist die Option Sammlung, wo auch es wird keine Originaldatei verschoben, sondern du erstellst einfach in deinem Register, in diesem Katalog, für dich einen kleinen Ordner, der eigentlich nur virtuell ist, wo du deine Bilder reinschiebst. Und wenn du die dann, eigentlich schiebst du sie auch nicht rein. Es ist einfach nur die Referenz im Ordner selbst zu dem Bild. Und du änderst in deiner Struktur nichts und hast aber die Möglichkeit, nochmal einfach abgesehen von der Auswahl, die du tendenziell ja auch dann triffst, und irgendwie, sagen wir mal, hier, ich habe meine Auswahl von 1000 Bildern aus 2000, kann ich natürlich über Sterne und Markierung und so die Auswahl noch verfeinern, und für mich zur Übersicht, das ist aber auch einfach Geschmackssache, finde ich es noch ganz nett, einfach eine neue Sammlung zu erstellen, deren bestimmten Namen zu geben. Wie man es auch hier sieht, mache ich es zum Beispiel dann irgendwie auch für meine Instagram-Posts, und kann einfach total schnell auf Instagram klicken auf die Sammlung und sehe, okay, ach krass, ja, die Posts, also die Bilder habe ich schon mal gepostet. So, das mag ich total gern. Oder halt wie hier, irgendwie das ist das, was ich auf meine Webseite packe. Ja. Da gibt es auf jeden Fall viele Möglichkeiten, das für sich selbst so anzuordnen, zu organisieren, wie man das am liebsten hat. Ja. Das ist, Fritz sagt auch, und die Smart-Sammlungen sind eine echte Erleichterung. Ja. Ja. Und gerade bei so vielen Fotos, und ich schätze, du hast ja auch Tausende, ist das natürlich wahnsinnig hilfreich zu wissen, hey, die gehören dazu, die gehören hierzu, die habe ich schon benutzt. Genau, auf jeden Fall. Ich überlege gerade mal, ob noch ein gutes, vielleicht kann ich das einmal nehmen, als Beispiel mein Island-Trip, was natürlich auch manchmal der Fall ist, wenn ich irgendwie Kundenanfragen habe, dass ich da wenn es ein Magazin gibt, was irgendwie Fotos von dem und dem Trip gerne hätte, dann erstelle ich mir auch einfach Sammlungen und benenne die dann irgendwie danach um und habe dann da auch ganz schnell die Möglichkeit, hier zum Beispiel hatte ich den Trip, den ich durch Island gemacht habe, das war ein Roadtrip, und hatte eine Kooperation mit einem Autovermieter und habe für die Fotos gemacht auf diesem Trip. Und dann kann ich ganz schnell bei der Sammlung einfach auf Blue Car klicken, kann mir die Fotos anschauen, die ich für die gemacht habe, kann die Auswahl über Steuerung alle einfach die Bilder auswählen, mache dann den Export und habe da auch einfach so ein bisschen den Workflow in die Richtung. Und auch hier wieder, wie man sieht, irgendwie habe ich noch eine Sammlung, wo drin ist, welche Bilder hatte ich bei Instagram gepostet, welche kommen auf meine Webseite. Ja. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Genau.
Ach, schön. Zeige ich einfach mal so random kleine Schäfchen. Gut, lass uns nochmal ganz kurz auf Behance zurückgehen, weil wir haben nur noch 10 Minuten tatsächlich. Ich habe gerade gesehen, die Zeit vergeht immer so schnell, ne, bei diesen Streams. Genau, danke auf jeden Fall schon mal für den Einblick in die Anordnung. Was würdest du sagen, was sind so deine Tipps, die du jemandem mitgeben würdest, wenn die Person neu auf Behance ist? Und genau, was wären so deine Quick-Tipps, sage ich mal? Quick-Tipps. Also erstmal, wenn man wirklich vom Start beginnt, ein schönes Header-Bild wählen, beziehungsweise Banner-Bild, einfach eins, was irgendwie schon so ein bisschen repräsentativ ist für die Art Arbeit, die man macht. In meinem Fall hat man hier irgendwie die Kombi zwischen Natur und Mensch, einfach das Erlebnis des Draußenseins und das halt als auch Banner-Bild gewählt. Dann schaue ich immer so ein bisschen, dass mein Profilbild, was ich wähle, auf allen Social-Media-Kanälen gleich ist, einfach auch als Wiedererkennungswert. Dann hast du ja so eine kurze Bio, wie auch bei Instagram oder sonst wo, wo einfach kurz und knackig irgendwie steht, was mache ich, wer bin ich, dann der Link zur Website, dann der Standpunkt, an dem man ist und dann, wenn man möchte, natürlich hier nochmal irgendwie eine kurze Biografie. Und dann würde ich einfach schauen, ja, was sind so Projekte, die ich gern gemacht habe, die ich präsentieren möchte. Und aber auch nicht irgendwie nur auf die einzelnen Projekte zu schauen, sondern auch zu schauen, okay, funktionieren die Projekte nebeneinander auch als Gesamtbild ganz gut. Und da ist es zum einen so ein bisschen, ja, die Thematik, was fotografiere ich, und zum anderen aber auch der Look, den ich habe, irgendwie, ja, ist da irgendwie eine Einheitlichkeit zu sehen. Und ich finde halt so, wenn man einen gewissen einheitlichen Look hat, ist das auch wiederum anziehend für halt Kunden, die dann einfach so ein bisschen wissen, okay, das kann ich jetzt irgendwie erwarten, dass ich sowas bekomme. Wenn ich jetzt irgendwie total ausflippe und durchdrehe und hier einen ganz krassen Look über meine Bilder klatsche und die nächsten sind dann schwarz-weiß und die nächsten Sepia und bei den anderen habe ich dann irgendwie nur so, was auch immer. Kann man natürlich so für sich, finde ich, total machen und auch so ein bisschen ausprobieren. Und das war bei mir in der Anfangsphase der Fotografie auf jeden Fall auch so, dass ich da alle möglichen Looks mitgemacht habe und Hipstamatic-Filter drüber geklatscht habe und so, wie man es halt gemacht hat. Aber dann halt irgendwann geschaut habe, okay, ich möchte irgendwie einen etwas zeitloseren Look finden, der auch auf mehrere Projekte, auf mehrere Reisen übertragbar ist. Genau, funktioniert. Und und dadurch einfach so ein, finde ich, auch ein Stück weit ein Qualitätsmerkmal irgendwie zu kriegen. Also man könnte quasi sagen, so eine Mischung aus Website und Instagram eigentlich, oder? Ja, ich finde schon, ja. Weil du gerade weil du jetzt auch von dem Look and Feel gesprochen hast, ist ja bei Instagram auch so, ne, wenn man auf das Profil von jemandem geht, gerade die ersten neuen Bilder entscheidend, die dann dafür sorgen, ob man interessant ist für jemanden oder nicht. Und hier ist es natürlich ebenso. Plus, eine Sache könnte man noch hinzufügen, das machen wir ja zum Beispiel auch. Es gibt bei Behance ja eine Suchfunktion, und die ist natürlich ein bisschen anders als jetzt auf Instagram oder anderen sozialen Plattformen, weil auf der Suchfunktion, die hast du oben rechts, auch wenn du auf diese Lupe gehst, da kannst du nämlich nicht nur, und das finde ich halt eben schön, nach Namen suchen oder nach Projekten, sondern eben durch die Filteroption zum Beispiel sagen, zeig mir alle kreativen Fotografen zum Beispiel aus Deutschland. Oder du kannst es bis auf den Ort genau zum Beispiel auch machen und dir dann eben auch runterfiltern, was du brauchst oder wer dich interessiert. Ne? Oder auch Illustrationen, du kannst verschiedene Tools, du kannst auch auswählen, was für Tools sie genutzt haben. Sieht man auch hier unter Programme zum Beispiel. Ne? Also die Filterfunktion ist wahnsinnig spannend bei Behance, finde ich, weil die auch einen Einblick gibt, wie man einfach gefunden werden kann auf Behance. Ne? Und gerade da ist es auch wichtig, was du eben gesagt hast, hier werden nämlich zum Beispiel die ersten 5 Projekte angezeigt. Oder ich weiß gar nicht, ob es die ersten 5 sind oder die most viewed. Aber diese Projekte zeigen natürlich auch einen Einblick. Ne? Ob jemand dann auf dich klickt oder nicht, hängt auch oft davon ab, was da abgebildet ist. Ja, voll. Und wenn man so schaut, wenn man sich hier die anschaut, sieht man zum Beispiel direkt, okay,
Hier weiß ich, das ist so Fashion. Hier weiß ich, das ist vor allem Car. Automotive, Car. Ja. Genau, und kommt das auch zeigt sich. Ingolstadt, dann der Daniel. Ja, passt. Ja. Genau, und das zeigt sich hier bei denen natürlich dann auch gleich in der Kurzbeschreibung. Ja, und wenn man da einfach, glaube ich, ein. Oh, und da bin ich. Yay! Ja. Ja, und wenn man da einfach eine gewisse Einheitlichkeit einfach drin hat, dann ja. Ich glaube, Menschen mögen das einfach schon so ein bisschen zu wissen, was können sie erwarten. Was sie erwartet. Ja. Genau, ja. Ja. Und das hilft natürlich auch euch, vor allen Dingen, wenn ihr sagt, ich möchte mehr Auffindbarkeit haben auf Behance, dass ihr eben auch dementsprechend eure Artworks, auch euer Profil anlegt, ne? Wenn ihr nämlich in so einer Liste erscheint, wie könnt ihr hervorstechen, sodass andere Leute euch eher finden oder dass man direkt erkennt, für was steht ihr. Ne? Mhm. Und bei der Julia sieht man das ganz gut, aber auch bei den zwei Beispielen, die du eben genannt hast, sieht man das natürlich auch ganz gut, weil einfach eine einheitliche Sprache vorherrscht. Ne? Ja, absolut. Guck mal, wir können jetzt auch noch eben die Frage beantworten, ob das die most viewed oder ob das die letzten aktuellen sind. Weil wenn ich jetzt mal da anklicke. Ich glaube, es sind die letzten aktuellen. Ja, sind die letzten fünf. Genau. Mhm. Ja. Wahnsinnig schön. Wie stehst du zu dem Thema Text, wenn man jetzt auf deine Projekte geht? Es gibt ja immer so, da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Ne? Die einen sagen, man muss ganz viel Text dazu schreiben, weil es ja auch die Hintergründe zu den Projekten liefern soll. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Leute, die sagen, hey, weniger ist mehr, lassen wir doch die Bilder sprechen. Ja. Du benutzt ja, soweit ich gesehen habe, nur Headlines, ne? Und eine Subline. Ja, tendenziell ja. Also ich überlege gerade, ich glaube, ich habe auch mal, du hast schon recht. Das sind eigentlich nur Bilder und vielleicht nochmal, also bei Behance ist es bei mir tatsächlich, wenn ich so überlege, nur Bildmaterial. Wenn ich auf meine Webseite gehe und da parallel den Trip aufmache, das war... Da hast du ein bisschen mehr Text. Genau, da ist auf jeden Fall ein bisschen mehr Text, einfach weil ich da in dem Fall das auch nutze, um ein bisschen mehr noch eine Geschichte zu erzählen oder ein bisschen Hintergrundmaterial zu geben und zu sagen, okay, wo bin ich da jetzt eigentlich gewesen? Und da gibt es zumindest immer noch kurz eine Unterüberschrift, die so ein bisschen sagt, ja, wo befinden wir uns jetzt eigentlich? Wie stehe ich zu Text? Also ich finde es gut. Also ich finde, es kommt immer so ein bisschen drauf an, was für eine Arbeit das ist, wenn es um Reisen geht, die ich irgendwie vorstelle, dann möchte ich schon eine gewisse Info geben, aber ich will jetzt auch nicht einen Blogbeitrag machen. So, da, ne, das sollen jetzt nicht irgendwie dann Reisetipps sein und einfach total viel Text dazu, sondern mein Hauptfokus ist einfach Bild und ich glaube, da liegt dann auch meine Stärke drin und dann will ich nicht irgendwie stundenlang damit verbringen, da irgendwelche Texte noch dazu zu schreiben. Aber einfach insofern so ein bisschen schon, dass die Geschichte einfach noch ein bisschen runder erzählt werden kann. Ich glaube, so das kann nicht schaden. Ja, kann ich bestätigen. Also es ist natürlich immer auch so die Frage, was für eine Art von Projekt hat man. Ne? Im Bereich Fotografie ist es nochmal eine andere Geschichte, als wenn ihr zum Beispiel ein super aufwendiges 50-Mann-Projekt hattet, das natürlich dann ein bisschen mehr Erklärung bedarf. Ne, weil man halt irgendwie das sonst nicht versteht aus dem Kontext heraus. Oder wenn es ein Typo-Projekt ist, ne, dann macht es vielleicht Sinn, da ein bisschen was dazu zu schreiben. Aber also das ist natürlich euch überlassen. Tendenziell ganz ohne Text sollte man nicht arbeiten. Ne? Du machst das ja auch nicht, weil irgendwie muss man ja auch verstehen oder sollte man verstehen, um was geht's. Ne? Und da reicht ja auch eine Headline und eine kleine Subline, die dann nochmal einen Eindruck gibt und sagt, ah, okay, das ist Vietnam aus dem und dem Jahr und du warst da auf einer Reise zum Beispiel. Mhm. Ne? Genau. Ja. Genau. Und genau, Wolfgang sagt auch, Julia, deine Bilder sprechen für sich. Das ist natürlich dein großer Vorteil. Na, wenn du Bilder hast, die natürlich auch eben eine Story für sich erzählen, wo du eben nicht dazu genötigt bist, noch was dazu zu schreiben. Ja. Interessante Dankeschön. Frage von Fritz. Spielt die DSGVO auf Behance eine Rolle? Das habe ich mich auch gefragt. Wie war das denn zum Beispiel bei dir, als du jetzt, ich hatte ja gesehen, du hattest jetzt ja für Air Canada zum Beispiel den Taj Mahal fotografiert. Und an sich ist es ja doch oft so, dass man sagt, ja, Gebäude, die
ein Denkmal sind, da muss man ja eigentlich teil, also ich weiß zum Beispiel vom Eiffelturm, ne, du darfst den Eiffelturm ja nicht fotografieren, wenn er diese Lichter anhat, beziehungsweise nicht veröffentlichen. Ne? Mhm. Wie ist das beim Taj Mahal oder generell? Weißt du das? Erkundigst du dich da? Das ist eine gute Frage. Nee, ich habe mich in dem Fall echt nicht erkundigt. Aber gut, ich glaube jetzt nicht, dass die Leute aus Indien dich jetzt anrufen werden. Nee, genau. Ich habe es auch nicht auf Behance, sehe ich gerade. Das ist ja nur auf meiner Webseite. Ja, wenn da was kommen würde, gebe ich gern mal Bescheid. Ansonsten, die Personen, die ich fotografiere, die haben irgendwie, die sind mit einem Model Release, da bin ich abgesichert. Aber bei einem Ort, ja, weiß nicht, jetzt hier zum Beispiel bei dieser Hotelruine, da wüsste ich jetzt nicht, wer da was sagen sollte. Und ansonsten, wüsste ich jetzt auch nicht. Ist halt immer die Frage, ne? Also ist auch gar nicht immer so einfach zu klären, weil diese Geschichte auch sehr vielschichtig ist. Ne? Und es gibt ja auch viele Ausnahmen, die sozusagen damit eintreffen. Also Beispiel, ne, wenn du jetzt, ich sag mal, wie gesagt, manche Gebäude darfst du nicht ohne Genehmigung fotografieren. Wenn sie aber Teil von einer Skyline zum Beispiel sind oder Teil von einem Panorama, dann ist es wieder eine andere Geschichte, weil der Fokus nicht drauf liegt. Ne? Ja. Und das ist dann immer so die Frage, ja, wie deutet man das aus? Aber natürlich aufpassen sollte man trotzdem und auch wie, wer hatte das jetzt eben geschrieben? Genau, wie Helmut auch schon gesagt hat, die spielt immer eine Rolle. Also man sollte sich auf jeden Fall immer irgendwie versuchen zu erkundigen. Gerade in Deutschland. Im Ausland ist immer so ein bisschen noch eine andere Sache, aber in Deutschland auf jeden Fall, weil das kann ganz schnell Ärger geben. Mhm. Wie ist das denn mit deinen, das wollte ich dich auch mal fragen, wie ist das denn mit den Bannern oben rechts? Du hast ja jetzt da so Feature-Banner, nennt man die. Ja, ne? Ja. Genau. Genau, die zeigen einfach so ein bisschen, wie oft wurde ich bei den einzelnen, wie nenne ich es, was ist es? Feature-Optionen, ja, Splex-Kanälen. Ja. Welche Arbeiten wurden da vorgestellt? Und wenn man darauf klickt, sieht man dann alle, die in dem Bereich mein Feature bekommen haben. Genau, und an sich ist es einfach nur eine Übersicht, die irgendwie zeigt, yo, ich wurde einmal vorgestellt in Behance, dann irgendwie bei Photoshop und bei Lightroom mehrmals. Und dann hast du es bei den einzelnen Projekten an sich, kommt auch nochmal das Fähnchen und zeigt dann, wo man vorgestellt wurde, was natürlich eine coole Sache ist, weil wenn man sich es mal anschaut, wo haben wir es zum Beispiel einfach als Vergleich, also wenn man mal gefeatured wird, bringt es natürlich einfach viel mehr Leute dazu, dass die Arbeiten gesehen werden. Also hier habe ich 9400 Projektzugriffe und nehmen wir das mal, nee, ist auch gefeatured. Das. Und das hier zum Beispiel nur, gut, das ist auch viel jünger, aber das hat in dem Fall nur 760 und ja, also wenn da so ein Feature ist, ist einfach cool, weil dann erscheinst du einfach auf der Startseite in den Empfehlungen und ploppst einfach viel eher auf. Das ist schon ganz viel mehr Visibility sozusagen. Mhm. Ja. Und ich würde auch sagen, oder kannst du ja natürlich auch mal was dazu sagen, es hilft auch beim Standing, ne? Dass wenn die Plattform selbst dich von der kuratierten Seite dazu auserwählt hat, eben gefeatured zu werden, heißt das ja auch sozusagen, hey, deine Arbeit, die ist was wert. Ne? Die hat Qualität und zeugt davon, dass man halt eben das auch zeigen kann nach außen. Ja, definitiv. Auch nochmal ein super Booster. Oh Mann, die Zeit ist schon wieder rum. Ich sehe schon, 11:55 haben wir jetzt. Krass, das ging schnell, Julia. Absolut, ja. Ja, wir hatten eigentlich noch viel mehr. Ne? Eigentlich wollten wir noch ganz viel uns ansehen. Aber wie das immer so ist, diese eine Stunde verfliegt so schnell. Ich würde an dieser Stelle sagen, vielleicht hast du noch etwas, was du den Leuten mitgeben willst. Ansonsten würde ich sagen, gehen wir mal so langsam ins Wochenende. Was den Leuten mitgeben. Also was ich noch als Tipp empfehlen kann, wenn man ein Portfolio aufbaut und wenn man vielleicht noch nicht so viele Arbeiten hat mit der Art Kunden, die man gerne haben möchte, dann einfach selber eigene freie Shootings organisieren und das fotografieren, wenn es natürlich jetzt die krasse Reise ist, das geht vielleicht nicht so, aber einfach so wenn man zum Beispiel Lifestyle macht und
irgendwie ein paar Freunde hat, mit denen eine Kanutour macht und da einfach Fotos entstehen und die auf die Webseite packt, dann kannst du damit natürlich auch in die Richtung Kunden anlocken und musst nicht tatsächlich unbedingt jetzt einen Kanu-Hersteller als Kunden gehabt haben. Ja, das kann ich total empfehlen, das zu machen, einfach selber für sich ein bisschen das Portfolio auch aufzubauen. Proaktiv sozusagen. Was wäre, wenn? Ja. Sehr, sehr schön. Vielen Dank für diese tollen Schlussworte, Julia. Danke, dass du da warst und uns so wahnsinnig schöne Einblicke gegeben hast in deine Portfolios, ob es jetzt auf deiner Website ist, auf Instagram oder eben auf Behance. Na klar, gern. Sehr schön. Auch an euch natürlich vielen Dank, dass ihr dabei wart, liebe Freunde aus dem Chat, aus der Zuschauerreihe. Schön, dass ihr da wart. Wir sehen uns am Montag wieder um 11 Uhr frisch und fröhlich. Natürlich hier auf behance.net/live/de. Da habt ihr die Möglichkeit natürlich mit uns und unserer tollen Community zu interagieren. Ansonsten geht es um 13 Uhr weiter mit den englischen Streams. Und wenn ihr natürlich übers Wochenende auch sagt, hey, ich habe noch ein paar Sachen, die ich mir angucken will, wie zum Beispiel Photoshop, Camera und möchte noch ein paar Infos oder möchte mit unserer super tollen Community noch ein bisschen chatten, dann könnt ihr einfach auf Discord gehen, auf unseren Discord-Channel. Der heißt discord.gg/adobelive.de und da könnt ihr rund um die Uhr mit unserer tollen Community chatten und interagieren, eure Fragen stellen, auch eure eigenen Werke nach vorne tragen. Das ist uns natürlich auch ganz wichtig. Genau, und ansonsten würde ich sagen, lasst es euch gut gehen. Schön, dass ihr da wart. Und wie Julia sagt, ach, hallo Julia. Good game, well played. Schönes Wochenende, Freunde. Und danke, Julia, dir nochmal. Dankeschön, danke für die Einladung. Macht's gut. Tschüss. Macht's Ciao. Gut.